Genau, dann könnt ihr die kleinen Äste abwischen. Oh, fuck! Herzlich willkommen zum Fichten-Epos Tag 2. Heute sehen Sie emsige Helfer bei der Arbeit. Ach Mann. Umziehen kann ich mich drinnen, oder? Ja. Also wollt ihr jetzt davon hier noch irgendwas behalten oder soll jetzt alles aufgeladen werden? Einfach so dieses Zeug hier, oder willst du das noch haben? Also im Prinzip alles, wo grün dran ist. Grüne Sack, ja, bringe ich. Die will auch was sehen. Ja. Dann kannst du das jetzt da in den Sack machen. Ja, super. Guck mal, das ist der Michael, das ist mein Mann. Aber ja, sehen, ne, bei der Eisbahn. Genau. Eisbahn. Guck mal, sowas hier, das kann ja gleich mal irgendwo hin, was, wenn ihr das verfeuern wollt, oder was? Wo soll die? Ja, der hat hier das Gute schon wieder irgendwie hingestellt. Nee, die kleinen Stecke, die hier alle liegen, die schaffen wir jetzt zu bauen. Genau, genau. Was soll ich machen? Guck mal hier. Hier sind nur ganz viele kleine Dinge, kannst du hier reinholen, wenn du willst. Wie sieht das? Das nächste, nur so ganz dünne, wie du jetzt gerade hattest. Guck mal, hier ist gut. Genau, da könnt ihr die kleinen Äste abbrechen. Ich war noch ein Kind dahinter. Ja, das kleine Kind bewegt sich immer so schnell. Hast du noch eine Schere, Michi? Ja, nimm mal die hier oben drauf auf dem Gitter. Da, hier. Da holt sich dein Kind das hin. Und das könnte auch da schnibbeln. Hinstellen!
aufheben hier, Sarah. Kindheit in eurem Haus. Ja. Ihr teilt euch die Kekse, ich möchte nicht, dass du schlingst. Jeder immer nur einen. Widersprüchliche Instruktionen. Ja. Bleib stehen, geh rüber, komm her.
rein, in die Schubkarte oder in den Chor. Ich hab den Ast auf den Kopf gekriegt. Das ist nicht lustig. Entschuldigung, tut mir leid.
Da bilden sich jetzt aber irgendwelche Adern. Guck mich mal an. Ich setze mich jetzt hier hin. Warum warst denn du dort, wo der Ast war? Weil die Katrin gesagt hat, ich soll mal die Äste wegziehen. Ja, also Spoiler-Alarm, danach habe ich mir einen Helm aufgesetzt und da ist mir natürlich nicht mehr auf den Kopf gefallen. Das ist so wie, dass man den Regenschirm mitnimmt, damit es nie regnet. Und es gab zum Glück auch keine bleibenden Schäden und alles wieder gut. Habt ihr einen Kühlakku hier? Nee, es ist doch kalt. Kein Lachen. Ja, also nach dieser actiongeladenen kurzen Sequenz muss ich mal kurz die Mitteilung machen, dass mein Mann unbedingt möchte, dass wir hier nichts rausschneiden und jeder Millimeter zu sehen ist. Deswegen ist das Video dann ein bisschen beschleunigt und alles. Ich finde, man könnte auch ein bisschen was rauslassen, aber... Es kommt auf jeden Ast an. Auf jeden Fall. Der Umfang der Arbeit, der wird wirklich nur deutlich, wenn man das Gesamtvolumen sieht. So, am Ende denkst du, oh Gott, hier liegen halt drei Äste auf dem Haufen. Ja, auf jeden Fall wird jetzt das Wetter also deutlich schlechter. Der Vormittag war mit Nieselregen gesegnet, aber jetzt geht das große Schiffen erstmal los. Genau, Caps Lock. Da muss die Kette mal eine Pause machen, dass wir noch so große Stämme da rausziehen können. Ja, ich mach gleich. Na gut. Klein machen machst du dann, ich mach die erste. Ja, ja. Ich kann das alles hier drauf hoch. Okay. Ja, das ist gleich Ball rein. Ich muss bloß das Zeug auf die andere Seite legen. Kathleen, können wir dann erstmal ein bisschen was rausziehen? Pass auf, wir machen hier noch die drei Äste und dann komme ich runter und mache das mit euch. Okay, gut. So, Frau Müller, kurze Zwischenstandsmeldung. Wie sieht's aus hier mit dem Arbeitseinsatz? Ja, bis jetzt läuft alles ganz gut. Wir haben bis jetzt nur einen Dachziegel eingerissen, keine Scheibe kaputt gegangen. Das Haus steht insgesamt auch noch. Ja. Allerdings hatten wir heute tatsächlich einen kleinen Arbeitsunfall. Micha stand unterm Baum, wo ich dachte, er ist nicht da und säge da so schön einen Ast ab. Und den hat er dann tatsächlich auch auf den Kopf gekriegt. Mhm. Also Volltreffer. Ja, nicht wirklich schön. Also das sagt uns auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, größere Achtung auf dem, was da unten ist. Für mich. Oben im Baum ist alles ganz gut gegangen. Ja. Sonst weiter keine Schäden. Die Nachbarn sind nicht beleidigt und so weiter. Und jetzt geht's an die Krone. Jetzt geht's an die Krone. Und ich konnte bis jetzt meine Auftraggeber nicht überzeugen, den Baum jetzt so, wie er da steht, mit einer Mütze stehen zu lassen. Weil im Wesentlichen das Wichtigste und das Hauptanliegen ist, hier muss die
Zu- und Abwasserleitung gelegt werden. Woanders geht das nicht. Und das geht eben nun mal nicht durch das Wurzelwerk von dem Baum. Ja, schade, schade. Aber wir sind froh, dass das Wetter jetzt so einigermaßen hält und wir den Rest von der Krone jetzt zunächst noch runterbekommen, bevor wir uns dann an den Stamm machen. Lieber Baum, ich entschuldige mich dafür und hoffe, du nimmst es uns nicht übel. Okay, vielen Dank. Ja, um jetzt mal ein bisschen diese ewig langen Sequenzen zu überbrücken, die mein Mann unbedingt drinne haben will, würde er jetzt noch mal ein bisschen was zur Technik erklären, oder? Ja, was heißt erklären? Also für den geneigten Zuschauer, um jetzt mal auf das Handwerkliche einzugehen, man sieht ja, dass hier abwechselnd Äste ganz kurz geschnitten werden und dann auch immer welche auf so eine 1-Meter-Länge. Und das sind also erstmal... Der eine Grund ist, dass man ja noch was braucht, an dem man sich festhalten und sichern kann. Und das ist, je weiter nach oben geht, es geht umso anspruchsvoller,
weil ich weiß nicht, ob man das jetzt über die Dauer so sieht. Also am Anfang hat der Baum kaum gewackelt und je weniger Äste dran sind, jetzt schifft's wieder. Ja, umso mehr hat's gewackelt. Ja. Und natürlich hat auch der Wind zugenommen, aber das Ding wird einfach immer instabiler, je weniger Äste dran sind, weil die ja, also die Masse der Äste, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, dass am Ende die Hälfte von dem Gewicht des Baums in den Ästen steckt. Also der wird jedenfalls immer wackeliger, je mehr sie absägt. Ja, und jetzt ist tut der Wind ja auch noch sein Übriges, wie man sieht. Also das, no, das ist und schon echt da spannend. Ist es also in den oberen Bereichen dann deutlich komplizierter geworden. Deshalb geht das dann auch pro Minute langsamer voran, weil sie quasi nie einfach nur absäbelt, sondern sich immer auch welche lassen muss für die Sicherung. Und dann kommt noch dazu, dass auf der jetzt hier quasi von hier aus geguckt, hinter dem Baum, da ist ja unten nur ein Meter Platz bis zur Nachbarsgrenze. Und wenn sie da einen großen Ast einfach runterfallen lässt, dann knallt er da in die Rabatten. Das kam also auch noch mit dazu. Wir hatten die eine Richtung zum Haus zu, musste mal vorsichtig sein, die andere Richtung zum Nachbarszaun zu. Und da müssen die Sachen dann immer sich, also. Genau, also sie nimmt immer den Ast erstmal, wenn es geht, und wirft den dann dorthin, wo Platz ist. Genau. Da gab es so eine schöne Abwurfstelle, da lag auch unten schon Zeug, dass das nie so hart aufdauzt. Und da hat sie die immer hingeworfen. Und ja, das hat meistens gut geklappt. Es gab auch mal welche. Ja, wenn sie mir nicht gerade an den Kopf ging, es hat sich ja auch mal der eine oder andere auf dem Dach verheddert. Und unten drunter standen am Anfang noch irgendwelche Büsche, da ist natürlich nie so viel von übrig geblieben. Das hat alles zermanscht, das ist aber auch alles wieder neu gewachsen. Also. Ja, und ganz oben, wenn dann die Wipfel kommen, ja, da hat sie dann die einzeln nochmal mit einem Seil dran gemacht und so ein bisschen wie abgelassen oder die ganz großen Äste, die oben waren. Jetzt hier, sieht man hier nochmal schön, wie das von unten ausgesehen hat. Genau. Also im Close-up sieht es ja immer gar nicht so spektakulär gar nicht aus, aber von unten sieht man schon, dass da jetzt. Also die sind halt ganz schön lang, die Dinger. Ganz schön Höhe zusammengekommen und ist. Dann ist das ein bisschen Gefuhrwerke, die auszurichten und dann. Oh, jetzt ja, hat es genau. Über Nachbarszaun, genau. Genau, das war jetzt der Vorführeffekt. Ja, genau. Also 20 Mal ging es gut, wo wir nie gefilmt haben. Ja, an dieser Stelle können wir uns auch nochmal und möchten wir uns nochmal an unsere unseren fleißigen Helfern bedanken. Die waren nämlich, ich weiß gar nicht, zwei Fuhren haben sie mitgenommen. Genau, also während wir uns jetzt hier die ganze Zeit auf die Fichtenkrone fast schon konzentrieren, ist unten ja natürlich noch fleißig weitergewuselt worden. Ja, aber die waren gar nicht lange da, ich glaube 2 oder 3 Stunden plus und haben 2 Fuhren mitgenommen. Genau, weil der Wertstoffhof, der die Grünabfälle abnimmt, der macht 14 Uhr zu. Und da haben wir knapp noch eine zweite Fuhre reingekriegt, bevor die dann weg mussten. Ganz genau, ja. No, und ja, die kleinen Zwerge, die müssen ja auch irgendwann hingelegt werden. Zum Mittagsschlaf. Genau, ja. Den haben wir uns leider nicht gegönnt. Nee, jetzt ist ja schon Nachmittag. Also ich glaube, ja, so wie spät ist denn das jetzt? Was nach 15 Uhr jetzt? Ja, irgendwie. Und auf jeden Fall ist es jetzt schon, wird es jetzt schon dunkler. Ja, duster. Wir haben jetzt die Videos halt immer heller gemacht, damit man noch sehen kann, was passiert. Aber das verdunkelt sich jetzt graduell immer schon. Es ist auch schön, hier in dem Video zu sehen, wenn man mal so rechts guckt, zwischen den Baum und das Dach, in diesen freien Zwischenraum, da sieht man auch schön, wie die Wolken so vorbeiziehen. Wenn es jetzt nicht gerade ganz weiß ist, aber das sieht man eigentlich ganz gut, das finde ich sehr schön. Ja, ist ja künstlerisch wertvoll. Es ja, ist, genau. Es ist fast schon ein Schwarz-Weiß-Film. Aber ja. Gut, also hier schleppt sich jetzt etwas in der Strecke. Aber man kann auch nochmal sagen, sie hat also sozusagen, damit sie gute Kontrolle hat über die großen Äste oben, die mit der Kettensäge immer angesägt, bis Schnee dreiviertel. Ja, teilweise bis sie geknackt haben und dann so auf halb acht. Und dann hat sie ihre Mini-Handsäge, diese gelbe da, genommen und hat den letzten Rest noch durchgesägt, um dann eben die Kontrolle zu haben über das Ablassen des Astes. Und ja, genau. Jetzt geht's voll rein hier. Und jetzt werden wir gleich nochmal den Vergleich von unten mitsehen. Ja. Genau. Und ja, und schön kontrolliert ablassen, wunderbar. Mitten ins Zentralmassiv. Sehr schön. Musik.
So, ja. Nach dieser wunderschönen musikalischen Einlage gibt es jetzt von uns noch einen literarischen Beitrag. Das Lied ist zu Ende und der Baum steht immer noch. Der lautet passend zum Thema wie folgt. Genau. Im dichten Fichtendickicht sind dicke Fichten wichtig. Im dichten Fichtendickicht nicken dicke Fichten tüchtig. So, und wer das jetzt schafft. Also unsere Fichte, die nickt tüchtig im Wind. Genau. Und es schifft. Es schifft. Es schifft aus Eimern und die, die krasse Arbeiterin lässt sich davon nicht beirren und macht einfach, die ist so, das ist ab einer gewissen, ab einem gewissen Punkt kriegt man dann einfach den übelsten Tunnelblick. Ja, und der Kopf schaltet, das ist so eine meditative Sache, dann der Kopf schaltet sich aus und man denkt nur noch an das, was man machen muss. Es ist auch so, wenn du bis auf die Knochen nass bist, wirst du nicht mehr nasser. Dann wird es halt nur nach hinten raus mehr Aufwand, wenn du deine. Wir haben ja auch mehrfach versucht, deine Pause noch zu animieren, aber sie wollte nicht. Sie wollte nicht runter. Es geht dann immer so viel Zeit verloren, wenn man einmal hoch und wieder runter geht und wir hatten halt nur die 3 Tage Zeit. Genau. Und das ist jetzt Tag 2 von 3 und am 3. Tag, da könnt ihr euch schon mal freuen, da geht es dann also um die ganz oben, die Wipfel, die noch sind und dann tatsächlich den Stamm runterzuschneiden, so in Stücken. Also wir strecken das ja voll auf die 3 Teile der, nee, wie war's, die 4 Teile der Trilogie, naja, mal gucken. Die Trilogie, auch nicht schlecht. Naja, gut, okay, sieht auf jeden Fall gut aus, wie sie das macht, ne? Na, auf jeden Fall. Gut. Alles gut da oben? Alles gut da oben. Sehr schön. Dann Abstieg zur Kaffeepause. Ja, die Frage ist, ob ich den auch gleich noch unternehme. Kommst du gut ran? Ich bin gerade gut eingebunden, ja. Na gut, ist genehmigt. Thank you.
alles unten gelandet. Und jetzt musst du noch heil runterkommen. Jetzt muss ich selber noch. War nicht so einfach. Geschafft!